Jo, hallo Leute, heute zeigen wir euch, wie man süße Kartoffeln macht. Wir haben erstmal dazu jetzt, also erstmal Süßkartoffeln gekauft natürlich, ja. Also kaufst erstmal Süßkartoffeln, schon machst sie dann. Ja, die sind schon Süßkartoffeln. Wir machen. Also wir machen aus den Süßkartoffeln Süßkartoffeln und jetzt hast du die Linse angehaucht. Ja, auf jeden Fall waren die jetzt erstmal im Reiskocher und haben ein bisschen gekocht, denn die waren am Anfang mega hart. Das macht man, damit die weich werden. Und jetzt wollen wir das Wasser da irgendwie rausbekommen. Das ist natürlich eine gute Frage. Wie soll das gehen? Ja, keine Ahnung. Egal. Also man muss jetzt erstmal irgendwie gucken, dass das Wasser da rausgeht. Und das machen wir jetzt erstmal. So, jetzt wird das kaputt gemacht. Wir haben gerade schon probiert. Schmeckt richtig geil. Aber jetzt muss es erstmal klein gemacht werden, ja. Erstmal jetzt richtig kaputt die Sachen. Komm mal, mach mal ein bisschen mehr. Mach mal richtig kaputt jetzt. Nicht so herzhaft wenig, sondern mach mal jetzt richtig, klopp mal kaputt jetzt. Aber heiß. Ah, ist heiß, ne? Ja. So, mit Handschuhen zusammen, jetzt wird kaputt gemacht. Oh, da ist was rausgegangen. Ah, Rainer, boah. Nice. Boah, das sieht gut aus. Den muss haben wir nochmal. Nee. So, wir machen das jetzt erstmal kaputt. So, bevor das jetzt aber richtig kaputt gemacht wird, muss noch ein bisschen Sahne rein, ja? Einfach ein bisschen gute Sahne reinmachen. Dann soll das schon gehen. Wie viel, Mario? Wie viel muss man machen? 200 Milliliter. Aber, ja. Ja, also wir haben jetzt ungefähr 1 Kilo Süßkartoffeln. Ja, nur damit du Bescheid wisst. 1 Kilo Süßkartoffeln. Und jetzt kommen die 200 Milliliter Sahne. Ja, perfekt. Abgemessen wahrscheinlich. Da seht ihr. Ist das in Milliliter? Ich weiß gar nicht, ob da. Ja, da ist es. Hier, ich weiß nicht, ob der das scharf stellt. Jetzt 200 Milliliter. So, und Ei kommt da jetzt auch noch rein. Ist zu viel? So, 90 Gramm brauchen wir. Ist noch 0. Das sind 61. Ah, 71. Ja, also. Machen wir noch ein bisschen Butter rein. 90 Gramm werden gebraucht. So, und dann brauchen wir noch 200 Gramm Zucker. Ja, also wieder der Zucker, der wird reingehauen. Eine Menge Zucker, der muss einfach reingehauen werden, bis da wer geht. 200 Gramm. So, und dann brauchen wir noch Eigelb. Und zwar, wie viele? 3 Stück, ne? Ja. So, das ist natürlich schwierig, nur das Eigelb rauszumachen. Ihr kennt das vielleicht, die Backkönige unter euch. Nur das Eigelb, da muss man mit der gekonnten Technik, muss man da arbeiten. Mario kann das natürlich. Und ich habe das einmal falsch gemacht. Und dann wollte ich da Eischnee schlagen, da brauche ich nur das Eiweiß. Nee, was war denn? Doch, das Eiweiß brauchte ich. Dann ist Eigelb reingekommen und dann war vorbei. Ja, also 3 Stück. Und jetzt dann einfach gut da rein. So, und jetzt muss das gut gemischt werden, ja. Es wird erstmal das Ei in der Brühe da zusammengemischt. Und dann kommt, glaube ich, noch, was kommt da jetzt? Alles rein, ne? Ja, alles. Ja. Und dann kommt alles rein und dann wird das ordentlich gemischt. Zucker. Zimbe. Echt? Jetzt schon scheiße. So, ist ja schön gemischt. Wir haben wahrscheinlich das Verhältnis ein bisschen falsch berechnet. Aber die gute alte Vanille. Ja? Vanilleextrakt kommt da auch noch rein, wird dazu gemischt. Lecker ist es auf jeden Fall. Mario hat schon probiert. Oder? Ja. War lecker, ne? Aber ich weiß nicht, ob das fest. Ja, ob das fest genug ist, ja. Also eigentlich muss man ein bisschen weniger nehmen. Das heißt, die Angaben, die in diesem Video gemacht worden sind, sind auch nicht ganz richtig. Aber egal, probiert es einfach mal aus. Boah, das riecht aber nach Vanille jetzt, ne? Ja. Ne? Riecht richtig nach Vanille. Lass uns das, ne? Soll er euch. Ja, ich schreibe euch einfach die richtigen Angaben, schreibe ich euch nochmal unten in die Beschreibung. Schaut einfach mal rein. So, Zimtzucker wird auch noch reingeballert. Obwohl, Zucker haben wir ja schon, aber komm, machen wir nochmal Doppelzucker. Zuckerbombe. Richtige Zuckerbombe hier einfach. Er wird halt reingehauen, ne? So, jetzt wird einfach die gute alte Muffinform wird missbraucht. Da werden jetzt erstmal schön diese Papierdinger reingetan. Und dann kommt die ganze schöne Suppe, die wir hier gemacht haben, da rein. Suppe. Und
ab mit der Suppe in die Form. Nicht Suppe. Ja, also mit dem, ja, wie willst du das denn nennen? Teig ist das ja auch nicht richtig. Mit den Kartoffeln. Süßkartoffeln. Mit den Süßkartoffeln, einfach rein da. Und ja, das machen wir jetzt mit den, was sind das, 12 Stück. So, der Ofen wird auf, wie war das nochmal? Umluft, Hitze, Heißluft. Heißluft gestellt und wir haben jetzt erstmal 190 Grad gemacht. Aber da auch nochmal die genauen Angaben in der Beschreibung. Eigelb wird jetzt auch noch darüber gestrichen, damit das Hähnchen auch richtig schön aussieht. Streicheln. Man streichelt jetzt die süßen Kartoffeln da mit Ei ein. Und ja, dann kommen die im Backofen. Okay, und rein mit den Dingern im Backofen. Ungefähr 5 bis 10 Minuten. Und dann sollten die fertig sein. Verbrenn dich nicht, ne? Boah. Da sind sie drin. So, wir sind jetzt fertig. So sehen die aus. Waren knappe 20 Minuten, 25 Minuten ungefähr drin. Ja. Und zieht es euch rein. Sieht das nicht wunderbar aus? Ah, man sieht es nicht. Gerade nicht scharf gestellt. Sieht wunderbar aus. Sieht wunderbar. Sehr lecker aus. Und gleich wird das probiert, wenn die ein bisschen abgekühlt sind. So, wird jetzt probiert. Hier so ein bisschen drauf. Sehr gut. Sehr lecker. Echt? Perfekt. Ja. Zu süß? Ja. Nein, ich finde nicht. Ich meine, sind ja süße Kartoffeln. Zu viel Vanille? Zu viel Vanille. Nee, perfekt. Ich glaube auch. Sehr lecker. Sehr gut.